Die Samsung Galaxy S24-Serie sorgt für Gesprächsstoff, sowohl in den internationalen Medien als auch bei uns in der Kommentarsektion unter unseren YouTube-Videos. Wir haben uns gedacht, das nehmen wir mal als Anlass und gehen mal auf ein paar von euren Kommentaren ein. Jetzt geht's los. Nanopolymer schreibt, auf Dienste, die es schon länger gibt und ohne den Beisatz KI angetreten sind, jetzt KI dranhängen, ja, das Marketing ist am Start. Das Thema KI bzw. AI, das ist gerade ein Buzzword und wenn man es genau nimmt, gibt es das auch schon einige Jahre. Also ich glaube, Huawei hat damals angefangen, eine sogenannte NPU in ihre SoCs, also in ihre Chips einzubauen und seitdem gibt es das eigentlich und das findet Anwendung zum Beispiel in Bereichen Bildbearbeitung, Motiverkennung, auch bei der Kamera. Aktuell wird allerdings versucht, mit diesem Buzzword natürlich Marketing zu machen, aber wir sind gerade auch einfach noch mal bei einem technischen Sprung. Also es gibt einige Sachen, die jetzt möglich sind, die vor allem auch mobil möglich sind. Dazu komme ich gleich auch noch mit der wachsenden Leistungsfähigkeit von NPUs. Und es gibt eben auch neue Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, was man jetzt bei Samsung gesehen hat, die Reflexionsentfernung. Und ja, du hast insofern auch recht, als dass vielleicht noch vor 1, 2, 3 Jahren ein anderer Marketingbegriff dafür gewählt worden wäre. Siehe zum Beispiel der magische Radierer bei Google. Was unterm Strich zählt, das sind einfach die Features. Wie gut funktionieren sie? Brauche ich die? Haben die eine konkrete Bewandtnis für mich im Alltag? Bringen sie mich voran? Letztlich ja, muss man die ganzen Features, die da gerade auf den Markt kommen und die nicht nur bei Samsung auf den Markt kommen werden, sondern auch bei der Konkurrenz unter diesem Gesichtspunkt sehen. Mr. Amdon. Bin ich etwa der Einzige, der hier überhaupt keine KI oder eben AI sieht? Ich will einen integrierten ChatGPT oder einen Assistenten, der genauso offline funktioniert. Das ist KI. KI als Begriff kann alles Mögliche sein. Ja? Also wenn man zum Beispiel an Videospiele denkt, von Computern gesteuerte Gegner, dazu sagt man ja auch KI. Diese KI-Anwendungen, die wir in den letzten 1, 2 Jahren hervorpoppen sehen, unter anderem natürlich ChatGPT, das ist nochmal eine sehr spezialisierte Form von KI. Ich will da gar nicht ins technische Detail gehen, allerdings muss man dazu sehen, dass für diese Anwendung sehr viel Rechenleistung notwendig ist. Also zumindest in der Qualität, wie man sie zum Beispiel bei ChatGPT sieht. Die auf Smartphones ausgeführten KI-Anwendungen, die laufen auf der sogenannten NPU. Das sind tatsächlich kleine technische Wunderwerke, allerdings sind die bei weitem nicht in der Lage, so viel Rechenpower hervorzubringen, wie halt zum Beispiel eine Grafikkarte in einem Desktop-Rechner oder halt auch in einem Server. Und entsprechend können wir auf einem Smartphone nicht KI-Anwendungen nutzen auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel ChatGPT oder Midjourney und so weiter. Das heißt, auf dem Smartphone kommen nur sehr spezialisierte Anwendungen zum Einsatz. Und auch wenn es technisch durchaus möglich wäre, ein Sprachmodell ähnlich ChatGPT auf einem Smartphone laufen zu lassen, wäre das dafür notwendige Language Model wesentlich kleiner. Ansonsten könnte man das gar nicht in Echtzeit benutzen und entsprechend wäre auch die Qualität im Vergleich zu ChatGPT schlechter. Und wenn man sich mal ChatGPT genauer anguckt, dann sieht man, auch da sind die Ergebnisse ja nicht perfekt. Ich persönlich gehe davon aus, dass Samsung momentan im Prinzip versucht, KI-Anwendungen an die Wand zu schmeißen und gucken, was kleben bleibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Samsung schon versucht haben wird, ein Sprachmodell wie ChatGPT auf dem Smartphone laufen zu lassen und dann festgestellt haben wird, die Qualität, das reicht alles nicht. Was etwas einfacher ist, ist Texte umzuformen. Deswegen sind Anwendungen wie Übersetzungen oder die Tonalität ändern oder auch ein Meeting zusammenzufassen durchaus mit der lokal laufenden NPU möglich. Wie gut das Ganze dann in der Realität funktioniert, das müssen wir allerdings noch testen. Viele der KI-Dienste, die Samsung anbietet, sind allerdings auch Cloud-basiert. Und da muss man dann gucken, wie lange Samsung da überhaupt gewillt ist, diese online zu lassen. Aktuell gibt es eine Meldung, dass Samsung nur garantiert, dass diese KI-Dienste bis 2025 laufen. JP8637 schreibt Google Circle gleich Google Lens. The Schmann schreibt Circle to Search ist doch einfach Google Bildersuche, was jeder am PC mit Rechtsklick Bild an Google senden schon seit Jahren machen kann.
hat auch relativ wenig mit KI zu tun und ist erst recht nicht revolutionär. Zum einen, das ist sowieso ein Google-Feature. Ja, Google hat mittlerweile auch angekündigt, dass das Feature genauso in den Pixel 8 Geräten Einzug halten wird. Und ich gehe mal davon aus, dass das früher oder später in so ziemlich allen Android-Smartphones auch zur Verfügung stehen wird. Und ja, ihr habt recht, zumindest zum Teil, denn es ist technisch nichts anderes als Google Lens. Aber da muss man auch sagen, wer von uns hat denn Google Lens eigentlich wirklich regelmäßig genutzt? Oh, mein Kameramann Severin meldet sich gerade. Ich finde, dass die Funktion jetzt wesentlich einfacher zugänglich ist, indem ich einfach länger auf die Home-Taste drücke. Das ist schon mal ein großer Vorteil und es ist granularer. Ich kann einfach einkreisen, was genau ich gescannt haben möchte. Und das Feature funktioniert. Es funktioniert sogar erstaunlich gut. Das konnte ich auf dem Samsung-Event schon testen. Und ich glaube schon, dass das Feature einer größeren Menge an Menschen dadurch ja überhaupt erstmal bekannt wird. Und das ist trotzdem ein KI-Feature, allerdings ein Cloud-basiertes und eines, das halt bei Google liegt. Usai 2022 schreibt, hurra, ein flaches Display, jetzt kann ich ein Samsung Ultra-Modell kaufen. Und 90, Blackboy 90 schreibt, also ein Curved-Display finde ich 10-mal nicer, für mich eher ein Minuspunkt. So verliert es immer mehr USPs, also Alleinstellungsmerkmale. Ist sicherlich ein Stück weit eine persönliche Präferenz. Ich persönlich sehe aber auch den großen Vorteil vom flachen Display. Schon beim Galaxy Note Edge damals, als zum ersten Mal ein OLED-Display mit so einer Krümmung vorgestellt wurde, habe ich mich gefragt, wie soll man das denn eigentlich im Zusammenhang mit dem S Pen nutzen? Also ich glaube, gerade wenn man viel schreibt, dann ist das schon ein Vorteil. Und natürlich auch in Sachen Robustheit. Denn wenn ein Smartphone runterfällt, fällt es auch gerne mal so auf diese Displaykante. Die gehen dann auch vorzugsweise an genau dieser Stelle sehr leicht kaputt. Flaches Display ist dahingehend ein bisschen besser. Technik-Tick schreibt, jetzt kommen wieder Benchmarks und Vergleiche iOS gegen Android und. Irgendwie ist der Markt satt an Smartphones. Evolutionen, aber keine richtigen Revolutionen. Die Evolutionssprünge, die werden tatsächlich immer geringer. Das liegt aber vor allem daran, dass die Technik mittlerweile einigermaßen gereift ist. Warum gibt es dann überhaupt jährlich neue Smartphone-Flaggschiff-Modelle? Naja, es steht einfach ein gewisser finanzieller Druck bei den Herstellern dahinter. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Wir leben halt in einem globalen kapitalistischen System. Und wenn Samsung sich jetzt entscheiden würde, okay, nee, dieses Jahr machen wir kein neues Smartphone, Apple aber sagt, wir machen jetzt das nächste iPhone, dann hat natürlich Apple einen großen Vorteil, weil man muss ja die neuen Modelle auch irgendwie vermarkten. Und wenn du ein anderthalb Jahre altes Smartphone als deine neueste Errungenschaft der Technik präsentierst, dann kannst du eigentlich am Markt keinen Blumentopf gewinnen. Und davon abgesehen, muss man auch mal sehen, dass immer noch der durchschnittliche Deutsche ungefähr 2,5 Jahre sein Smartphone verwendet. Das heißt, auch wenn man jetzt Kinder mit rausrechnet, suchen vielleicht 20 Millionen Menschen in Deutschland im Jahr neues Smartphone. Und da zählt dann vielleicht auch gerade gar nicht mal unbedingt hier neuestes Marketing, KI, Tralafitti, sondern die Frage ist immer, was ist das stabilste Handy oder wo kriege ich am meisten Funktionalität, die genau ich jetzt brauche für meine Anwendungsfälle, fürs Geld. Und ja, deswegen ist es quasi notwendig, also zumindest nach einer kapitalistischen Logik, dass es jedes Jahr neue Smartphones von den Herstellern gibt. Und wenn man sich jetzt mal die neue Generation anguckt, muss ich persönlich sagen, hat sich da mehr getan als bei den Generationssprüngen in den 2 Jahren oder 3 Jahren zuvor. Gerade diese KI-Features, die sind schon teilweise wirklich was Neues, aber auch dieses Mehr an Leistung, das jetzt der Snapdragon 8 Gen 3 und der Exynos 2400 bringen, zumindest nach allem, was man bis jetzt weiß. Pillepolle 3122 schreibt, wenn ich noch ein Video zum S24 Ultra sehe, raste ich aus! Mein ganzer Feed ist voll von S24 Ultra Videos. Ach ja, ich werde es mir aber trotzdem nicht kaufen, weil Werbung mich absolut nicht beeinflusst und das Teil einfach übertrieben teuer ist. Das eine ist das Embargo. Ja, also Samsung macht es genau wie alle anderen Smartphone-Hersteller. In der Regel werden vorab Informationen schon an Journalisten, an YouTuber, an Influencer rausgegeben zu den neuen Geräten, sodass die Redaktionen auch in der Lage sind, sich vorzubereiten auf diesen Launch und die Geräte, ich sag jetzt mal, in ihrem besten Licht darstellen zu können.
beziehungsweise vor allem fehlerlos zu berichten. Das hat aber auch den Effekt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich dann, wenn das Embargo fällt, die ganze Welt mit der Berichterstattung rausrückt zu diesem Gerät. Und deswegen gab es auch am Donnerstag um Punkt 19 Uhr etliche Dutzende, Hunderte Videos in vieler Leute YouTube-Feed zu genau diesen Geräten. Das lässt sich halt nicht ändern. Wir könnten uns natürlich auch überlegen, okay, wir hauen unsere Videos und unsere Artikel nicht um 19 Uhr raus, sondern um 22 Uhr oder zwei Tage später. Das würde aber keinen Sinn ergeben. Und zum Thema Preis, die großen Preisreduktionen, die kommen so nach 3 bis 6 Monaten. Und wer so jetzt mal auf ein Gerät der Galaxy S24 Serie schielt, aber noch ein bisschen warten kann, der wird mit Sicherheit zum Black Friday, also im November diesen Jahres, diverse tolle Schnäppchen machen können. Man muss allerdings auch sagen, Samsung hat eine ziemlich gute Vorbestelleraktion. Also wenn man da so diverse Rabatte und die Möglichkeit, das Altgerät einzuschicken, nutzt, dann kann man auch jetzt schon die neuen Geräte zum guten Preis, der auch ein bisschen aus meiner Sicht nachvollziehbarer und realistischer ist, sich kaufen. Agimos Art schreibt, das S24 Ultra nutzt doch keiner 7 Jahre. Meines Erachtens ist das Update so lala. Denn ein Exynos würde ich nie wollen. Ich finde es ein bisschen absurd, dass wir uns jahrelang darüber aufgeregt haben, dass Geräte nur für 1 oder 2 Jahre gepflegt wurden. Und jetzt macht Samsung mal wirklich so einen großen Schritt und sagt, hey, 7 Jahre Updates. Und da gibt es dann auch wieder Leute, die das komisch finden. Ich persönlich finde es einen guten Schritt. Du hast insofern recht, als dass die meisten User ihr Smartphone nicht für 7 Jahre am Stück benutzen werden. Allerdings gibt es ja auch sozusagen familieninterne Verwertungsketten. Also jemand, der jetzt sich ein Smartphone holt und dann in 2 oder 3 Jahren neues, der wird das alte Gerät ja nicht einfach wegschmeißen. Der gibt das dann zum Beispiel weiter an Omi, an den Nachwuchs und so weiter. Zudem bedeutet das auch, dass man die Geräte jetzt zum Beispiel in 2 Jahren noch guten Gewissens kaufen kann. Und zu wissen, dieser eine Faktor, dass ein Gerät obsolet wird, fällt schon mal weg. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und das passiert ja auch bei Samsung nicht im luftleeren Raum. Es gibt Reparaturinitiativen. Reparaturen sind mittlerweile wesentlich preiswerter geworden. Und wenn man halt in 2, 3, 4, 5 Jahren sagt, okay, ich möchte das Gerät noch weiter verwenden, der Akku ist ausgelutscht, aber ich kann mir das hier bei der Handywerkstatt um die Ecke einfach reparieren lassen bzw. einen neuen Akku reinknallen, dann ist das ja auch noch ja durchaus nutzbar, dieses Smartphone. Stefan schreibt, scheiß Exynos-Wöder. In den USA haben auch das Basismodell S24 und S24 Plus den Qualcomm Snapdragon-Prozessor. Bei uns ist es so, dass nur das Ultra-Modell den Snapdragon hat, während das Basis und das S24 Plus Modell einen Exynos-Prozessor von Samsung haben. Und viele Leute denken da zurück an die letzten Jahre, in denen der Exynos immer die etwas schlechtere Wahl war, weil weniger Leistung, weil schlechtere Energieeffizienz. Aber ich bin in diesem Jahr, ich sag mal, vorsichtig optimistisch. Natürlich muss man das erstmal intensiv testen. Aber nach allem, was man bis jetzt weiß, ist der Exynos kaum schlechter in Sachen CPU-Performance als der Snapdragon 8 Gen 3. Und dazu kommt noch der Punkt, dass die GPU-Leistung, also die Grafikleistung, sogar ein bisschen besser sein soll. Also muss man natürlich abwarten und erstmal sich Tests angucken bzw. das Ganze selber testen. Aber ich glaube, in Sachen Performance wird das gar nicht so ein großer Unterschied sein. Unsere Testgeräte zum S24 Ultra und dem regulären S24 sollen in Kürze eintreffen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu den Geräten oder Sachen, auf die wir besonders achten sollen im Test, lasst uns das gerne wissen im Kommentarbereich. Wenn euch das Video geholfen hat, wenn ihr mir zustimmt oder wenn ihr anderer Auffassung seid, schreibt auch auf jeden Fall in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Gebt mir ein Like, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!